Herzlich willkommen zu meiner Fahrerkarte im Marsch. Wir werden jetzt nur auf Feld Nummer 57 fahren lassen. Dazu nochmal Autoreif öffnen. Feld Nummer 57. Mal gucken, ob eingeklappt ist. Ja. Und auf geht's. So, jetzt klicke ich mal durch. Fräsen könnten wir noch. Das ist der 13 vom Feld. Nee. Wo ist der? Ach so, ah ja. Mal gucken mal ganz kurz, wo wir sind. Wenn mich alles täuscht. Ach, das Feld haben wir. Ah, gut. Ja, gut. Ich dachte schon, wir wären verkehrt. Manchmal ist ja mal, ne? Wo sind wir jetzt hier? So. Kursgenerierung. Feld Nummer 45. Das ist eine komische Vorort, macht nichts. Sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Normalerweise. Ja, das geht. Speichern immer ab. Und zwar düngen. Feld 40, 30 Meter. Damit es schnell vorangeht. Später mal, ne? Wenn jetzt kommt es wieder im Frühjahr, dann geht das wieder los. Aber keine Sorge, erstmal noch eine große Ernte nachher. So. Die Düngeaufgaben laufen immer alle. Beziehungsweise es fahren noch alle hier hin. Der ist Blei. Der arbeitet auch fleißig. Der nächste war irgendwo unterwegs. Wohin genau? Ach hier. Fährt er eigentlich hin? 63. Ja, der ist auch schon da. Der passt doch. So. Kursgenerierung. 63. Wieder ziemlich schnell. Das Schöne ist hier, wir brauchen Augreifen einfach. Konnte ich runterladen bei der Holger. Nordhostel funktioniert auch noch. Also kann ich auch noch machen. Holger 70 oder so. Kurse. Vierfach macht. Vierfach mit viel Marsch. So, Abfahrer einstellen. Düngen, Feld, 63 Meter. Der ist dabei, der arbeitet noch. Wo war der andere hingefahren? Fast genau, ne? Also kann man nicht meckern, wenn er gefahren hat. Ich persönlich habe auch nicht so genau gemacht. Mit der Straßenbreite. Meistens bin ich links und rechts wieder gefahren, mit dem ich schnell war. 58. Ja, die Brücken sind ein bisschen heftig für irgendwelche KI-Fahrer. So, angekommen. Alles gut. Aber gepackt. Alkohol löschen. Kursgenerierung. 58. Vorgänger schon. 2. Allgemein nicht von Nachteil.
Zwiebel halt nicht. Guckt sie wieso? Muss ich mich nur noch annehmen? Was ist das denn hier? Ach nee, ne, ganz woanders. 57 ist ja 41, 50. Ganz woanders. Ich habe einen Verkehr hingeschickt. Aber die Temperatur steigt zu langsam. Auch die Bodentemperatur, das heißt, es besteht Hoffnung für unser Mais. Ja, dann fahren wir Richtung 57. Ein bisschen heftige Unebenheiten, da muss man ganz vorsichtig. So, 57. Nee. Weiter was knapp. Das stimmt da sowieso nicht. 57. Ach, das ist der Klick. Das kann sein. Würde ich mal nicht aufschließen. Gut. Da die beiden nicht gehen. Dabei. Der ist bald fertig. Der Ding passt durch, ne? Ich habe 3 Folgen. Gut, die beiden noch andere Arbeiten gemacht. Schweine versorgt, Kühe versorgt. So, ein bisschen Verhallen gebaut. Wie gesagt, das sollen die so stehen und das möchte ich mir mit Ausreißung anschließen, dass sie dann gleich parken mit Dünger. Wenn wir nur 4 Fettplatz haben. Das ziehen wir hin, wenn wir das gebaut. So ungefähr will ich es machen. Und mit Outdrive kann ich anziehen. Müssen wir aber erst machen, wenn wir einigermaßen Ruhe haben. Denn wenn wir jetzt ständig rufen werden, hier da und dahin, ist schlecht, ungünstig. So, ich hoffe, die Musik ist laut genug, man kann es hören. Ich kann auch den anderen hören hier, den Sound der Traktoren und Geräte. Und ich hoffe, dass ich öfter zu hören bin. Das ist mir ganz schwer einzustellen. Wo die Musik an sich im gelben Bereich ist, ist im gelben Bereich. Also von der aufschlagenden Skala. Sollte nicht im roten sein, das wird laut. Dünger brauchen die meistens viel, da reicht der kleine aus. Nicht so viel Kalk ist der größere besser. Ist ja nur logisch, ne? Gucken wir uns gleich, die Meldung kommt. Müsste aber gleich fertig sein. Kam eine andere Meldung. Nicht hier mit 57 angekommen. Jetzt fahren wir mal allein weiter, bevor er hin und her. Aus. Abschließend düngen, die beiden Felder können wir nicht. Dann ist das. Gut, X und zurück zum Hof. Hof und das Fahren. Hauptsache er wird einen richtigen Punkt. Wenn er zu schnell fährt, dann kommt er meistens nicht klar. Dann will er mal runterfahren. Ja. Da haben wir schon.
mal ganz kurz abbrechen. Wenn wir ihn halbwegs auf die richtige Spur schicken, dass er klarkommt. Gut. Schauen wir mal, ne? Ich bin hoch. Und jetzt gehen wir auf Feld Nummer 57. Der braucht eine ganze Weile. Der auch. Und 57 wird auch noch eine Weile brauchen. So. Fahren wir mal diesen rauf. An die großen Felder hier. Also ideal für uns hier. Normalerweise. So, Kursgenehmigung. Feld Nummer 57. Das geht auch, aber uns die Mission auch gehört. Felder, die uns nicht gehören, braucht sich anklicken, funktioniert nicht. Man kann zwar theoretisch manuell eingeben, das geht glaube ich. Und dann hier oben rechts, nur links und links, damit auch noch reinkommen ist. Aber das macht ja keinen Sinn, wenn wir nicht bezahlt bekommen, ne? Einstellung, Speicher. Ja, düngen, nicht düngen, düngen. Hier ist gut. Weiß nicht. Wieder. Speicher. Können wir schließen? Da kann arbeiten. Wir gehen dessen zum Hof. Nicht mehr zurücksetzen, sondern einfach einsteigen. So, dann gehen wir los. Wir werden am besten hier vorne anfangen. Wir müssen planieren. So, und zwar den können wir schließen. Und zwar X Bodentyp. Bodentyp wollen wir es ne, anders nehmen. Und zwar ist der schon mal. Wir wollen ja ungefähr, dass wir das mal so einhalten, dass wir sagen können, so halbwegs gerade kommen. Immerhin. Bin wieder verrutscht. Oder Form wollte er nicht mehr haben. Ich wollte den Deko hier nicht wegmachen. Das heißt, Bodentyp. Bisschen kleiner machen. Naja, wir sind Gras, ne? Was können wir nicht anders tun jetzt? Die Deko kriegen wir nicht mehr hin. So, jetzt nehmen wir das Auto und fahren gleich mal die Parkplätze ein für unsere, zumindest Punkte, die wir anfangen können. So, da ist eine Tankstelle hinten dran hier, falls man einen Durst hat. Der Hof wird ja hier angefahren von hier. Und hier müssen wir groß eine Möglichkeit wieder annehmen. Kann sein, dass ein Traktor besser gewesen wäre, möglich. Wir wollen ja hier kommen von der Straße. Hier irgendwo muss der Punkt sein, das heißt, hier müssen wir gleich rausfinden. Null. Den Modus da oben mal anschauen. Ja, das ist typisch. Dann nehmen wir den Traktor, das ist besser. Und der ist nämlich besser geeignet, denke ich mal. Weil wenn der mich wenden muss, dann können wir genau sehen, was los ist. So, der ist genau da, wo er stehen soll. Das heißt, jetzt können wir hier so fahren, dass er in der Halle bequem reinkommt, ohne wie den Laternenfall. Also da fünf ist nicht ausreichend. Das heißt,
Wir werden jetzt mal ganz schnell. Das ist ganz schnell. Einen Kurs einfahren. Rekord. Pfeil ist an der Richtung, dann schlecht. Müssen wir beenden. Wir treffen mal die Punkte, die uns zerstören. Da wird ein Pfeil in die andere Richtung. Und das ist mir jetzt, das ist nicht genug. So, das Kreuz ist ein Punkt fürs Hof. Also, die wollen ja so fahren. Das heißt, dass die Pfeile immer in eine Richtung gehen. Also nicht, dass wir jetzt im Gegensatz zu Pfeile haben. So. Um besser sehen zu können, machen wir diesen Mauskasten gerade weg. Immer daran denken, dass wir, na gut, in dem Fall ja nicht, aber wir größer Wenderadius ist eigentlich besser zum Einparken. Denn die fahren ja ein bisschen schneller als jetzt. So. Ach, Fahrzeug parken, gute Frage, ne? Neues Ziel erstellen. Ah, ja. Ja. Ja, nehmen wir mal Parkplatz. Könnte jetzt verkehrt sein. Platz, ja, 1, ja, 1 haben wir, ja gut, passt auf 1, erstellen, jetzt fahren wir, ne, so nicht, 10 Punkte löschen wir. Jetzt fahren wir von da aus weiter. So. Dafür packen wir jetzt 1. Normalerweise müsste man jetzt immer sagen, okay, da muss man gucken, wie wir am besten Menü hinkriegen mit Parkplatz. Weiß ich aktuell nicht. Ist auch nicht so wichtig. Wir fahren nun weiter zum nächsten. Ja, das soll nicht so sein. Ich möchte ja gerne, dass er weiterfährt. Gut, wir fahren einmal zur Straße. Und da verbinden wir näher mal. Und die Aufnahme gerade? Aufnahme? Sollte man wieder aktivieren, ne? Er macht aktuell noch eine Aufnahme. Okay, wir fahren dann mal Richtung Straße. Und zwar so, in der Hoffnung, dass irgendwann kein Fahrzeug parkt. Sollte man am Denken. Wir fahren zur Straße, fahren wir schon rechts. Einmal auf der rechten Seite ein. Nehmen wir schon die Kurve mit. Nach Möglichkeit. Das machen wir aus. Es sollte da immer am Kurs der rote Strich sein, wo wir gerade gefahren sind. Jetzt können wir einen Verbindungspunkt suchen. Und zwar nehmen wir einen, der nicht in der Flucht passt. Das ist der hier optimal. Verbindung ist da, dann können wir den deaktivieren. Wir wollen aber, dass er noch rechts fahren kann. Das heißt, in diesem Kurs geben wir noch einen anderen Kurs ab. Und zwar da, wo es aktuell den roten hat, aber wir müssen immer ein Stück zurückfahren. Weil sonst fährt er nur rechts ab und das ist dann oft für die andere Richtung ungünstig, weil er dann vielleicht unnötig Umwege fahren würde.
Wenn ich jetzt nicht gleich rückwärts fahren kann, richtig, dann muss ich komplett. Naja, fast, ne? So, liebe Schau, das soll es für heute gewesen sein, trotz alledem. Danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke, ciao, ciao. Und hört uns 17 vielleicht im nächsten Mal. Tschüss.